Das wertvollste Endergebnis des Unterrichts ist nicht ein großes Wissen, als vielmehr die Lust und die Fähigkeit, die Dinge denkend zu erfassen. Dieses schöne Zitat stammt aus dem 19. Jahrhundert vom deutschen Reformpädagogen Hugo Gaudig. Vielleicht kennst du ihn noch nicht, aber sein Standpunkt ist dir bestimmt von den überfachlichen Kompetenzen des neuen Lehrplans bekannt. Gaudig förderte das Prinzip der Selbstständigkeit und setzte großen Wert auf selbstständiges Denken in der Schule. Außerdem ist ihm die Auseinandersetzung mit der Welt und den Menschen sehr wichtig, was wir ebenfalls aus dem Lehrplan 21 kennen. Gaudig baut dabei auf die gängigen Unterrichtstypen seiner Zeit. Darstellenden Unterricht, bei dem die Lehrperson den Unterrichtsgegenstand präsentiert. Erklärenden Unterricht, bei dem die Lehrperson den Lernenden ein Verständnis für eine Sache vermittelt. Und entwickelnden Unterricht, bei dem die Lehrperson die Lernenden durch Fragen anregt, selber Lösungen zu finden. Für Gaudig ging das allerdings zu wenig weit, da auch beim entwickelnden Unterricht die Lehrperson Ziel und Methode vorgibt. Um die Selbstständigkeit und das freie Denken zu fördern, verwendete er unter anderem folgende Aufgabentypen. Aufgaben, bei welchen der Inhalt bestimmt ist, aber die Erarbeitungsform eigenständig gewählt werden kann. Aufgaben, bei welchen die Lernenden ihr erworbenes Wissen anwenden und zu eigenen Ergebnissen kommen können. Am zentralsten jedoch sind freie Aufgabenstellungen, welche die Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, in einer freien Arbeitsphase Denkaufgaben selbstständig zu bewältigen. Dabei werden die geplanten Teilziele nicht schrittweise durchgeführt, sondern es rücken die Interessen und Denkanstöße der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund und sind für die Erfüllung der Aufgabe relevant. Doch wie kann man das nun praktisch ausüben? Dazu eignen sich Methoden wie beispielsweise Gruppenarbeit oder Projektarbeit. Dabei entstehen mehrere Kleingruppen, welche ein Thema aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. In einem zweiten Schritt werden die verschiedenen Perspektiven gegenseitig erläutert und erklärt. Somit wird die Kommunikation unter den Schülerinnen und Schülern gefördert. In diesem Unterrichtsgeschehen zieht sich die Lehrperson aus dem Geschehen zurück und übergibt den Schülerinnen und Schülern die Verantwortung. Sie nimmt die Rolle der Beraterin ein. Die Lehrperson hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler in straffer Denkarbeit, sicherer Sachbeherrschung und klarem Ausdruck zu fördern. Vielleicht kennst du auch ganz konkrete offene Unterrichtsmethoden wie das Kurer-Modell EduScrum oder der Unterricht mit Lernlandkarte. Das sind tolle Unterrichtsformen, die viel Potenzial haben für selbstregulierendes Lernen. Am besten, du probierst es einfach mal aus.